Im äußersten Zipfel der Kölner Bucht, wo das Rheintal vom Siebengebirge eingeengt wird, liegt das tausendjährige Dollendorf, heute der nördlichste rheinische Weinort. Angelehnt an den Petersberg, der auf seiner Rückseite die Ruine Heisterbach birgt, reicht er mit dem Ortsteil Niederdollendorf bis an den Strom. In Niederdollendorf besteht seit 1672 die St. Sebastianus Junggesellenbruderschaft, die eine reiche Tradition verkörpert. Wie andere rheinische Junggesellengemeinschaften trägt sie das bunte Brauchtum der mannbaren Jugend bei Maifest und Kirmes. Diesmal versammeln sich ihre Chargierten frühmorgens beim Junggesellenkönig, um einen Bürger zu begraben, der vor 60 Jahren König war. Sie erscheinen in ihren Uniformen, den schwarzen Gehröcken, und legen hier ihre Insignien an. Das silberne Königsschild, das der Verstorbene zur Zeit seiner Regentschaft stiftete, wird von der Königskette gelöst und auf ein schwarzes Samtkissen gesteckt. Dann brechen sie gemeinsam zum Totenamt in der Kirche auf. Einer der Offiziere mit Bonaparte-Hut, Federbusch und Degen führt den Aufzug an. Dahinter kommt der König mit seinen beiden Adjutanten, die Baretts und Schärpen sowie Hirschfänger tragen. Ihm folgen die zwei Brudermeister in Zylindern mit den schwarz bebänderten Brudermeisterstäben. Vier weitere Offiziere, der Hauptmann im Schmuck der Schützenschnur. Der Bruderbote mit dem Ehrenkissen und die beiden Fähnriche. An den Schwenkfahnen sind ebenfalls Trauerschleifen. Der Weg führt zunächst zum Sterbehaus, wo die Vorbereitungen für das Aufbahren im Gange sind. Hier bleibt das Kissen mit dem Königsschild des Toten zurück, das an der Bahre aufgestellt wird. In der Kirche beginnen die Exequien, sobald die Chargierten der Junggesellen eingezogen sind. Dort ist an ihrem Platz rechts im Mittelschiff die Bruderkerze auf einem Kandelaber an der Wand entzündet. Während der Totenmesse stellen sich die Fähnriche zu beiden Seiten der Tomba im Chor auf. Den Opfergang wird nach altem Brauch einer der Brudermeister vor den Hinterbliebenen, den übrigen Junggesellen und der ganzen anderen Trauergemeinde anführen. Inzwischen ist auch die derzeitige Königin mit ihren beiden Hofdamen auf dem Weg zur Kirche. Sie erscheint heute nicht in Staatskleid und Diadem, trägt aber, wie sonst auch, das Silberschild ihres königlichen Partners, das erst nach Ablauf der Amtszeit der Königskette beigegeben wird. Während der Totenmesse wird am Sterbehaus der Platz für den Sarg vollends hergerichtet. Umgeben von den Kranz- und Blumenspenden, welche die Gärtnerei anlieferte, steht auf einem roten Läufer die Bahre bereit. Für den Aufbau sorgt der Schreiner des Ortes, der immer noch die Beerdigungen leitet, obwohl das Einsargen der Leiche längst von einem Bestattungsunternehmen übernommen wurde. Man behält den Toten nicht mehr im Haus. Mit einem modernen Sargwagen wird er vom Beerdigungsinstitut eigens zum Aufbahren hergebracht. Das Silberschild hier vor dem Sarg lässt erkennen, dass es für einen Niederdollendorfer eine Auszeichnung fürs ganze Leben bedeutet, wenn er einmal König der Junggesellen war. Das Ansehen der hohen Charge gilt bis in den Tod. Dem mit grün-weißer Schleife verzierten Kranz der Junggesellen gebührt deshalb der Platz zu Füßen des verstorbenen Königs. Auf die gleiche Weise werden übrigens auch ehemalige Königinnen von den Junggesellen beerdigt. Unterdessen ist in der Kirche der Opfergang beendet und die Totenwache kann aufziehen.
während Königspaar mit Gefolge, Brudermeister und Bruderbote weiter der Messe beiwohnen, marschieren die sechs Offiziere mit den beiden Fähnrichen zur Aufbahrungsstätte. Der Begräbnishelfer, der sich inzwischen für das Trauergeleit umgezogen hat, entzündet noch schnell die Totenkerzen. Mit blankem Degen postieren sich die Junggesellenoffiziere neben den Sarg, dem sie nun zur Seite bleiben, bis er ins Grab gesenkt ist. Flankiert von den Schwenkfahnen mit dem Bild des heiligen Sebastian harrt der Verstorbene auf den letzten Gang. Wie für viele Niederdollendorfer spielte die Junggesellenbruderschaft auf seinem Lebensweg eine wesentliche Rolle. Als er Kirmes 1904 beim Vogelschießen die Königswürde errang, repräsentierte er ein Jahr lang die Bruderschaft, die den heranreifenden Mann formte. Zur Hochzeit hatte er sich und die Braut mit der herkömmlichen Jura loszukaufen. Damals schied er aus der Burschengemeinschaft aus, blieb ihr aber, wie alle Ehemaligen, als Förderer verbunden und als kritischer Beobachter der alten Bräuche. Die Bruderschaft nahm an seinen höchsten privaten Festen teil, denen sie bei bestimmten Anlässen durch ein Ehrenschwenken der Fahnen besonderen Glanz verlieh. Ähnlich wie hier feierte man ihn bei der 25., 50. und 60. Wiederkehr der Regentschaft als Jubelkönig. Damals führten ihn die Junggesellen im Schmuck seines silber- oder goldgekränzten Zylinders neben der alten Königin im Kirmesaufzug mit zur Parade und zum Kirmesball. Und nun bleibt nur noch, dass sie ihm nach überliefertem Zeremoniell die letzte Ehre erweisen. Am Trauergeleit, das sich nach der Totenmesse auf den Weg macht, nehmen auch Kirchenchor und Antoniusbruderschaft teil, denen der Jubelkönig im Mannesalter angehörte. Der Junggesellenbote hat beim Verlassen des Gotteshauses die brennende Bruderkerze aufgenommen, die er nachher dem Sarg voraustragen wird. Die Junggesellen zählen sich herkömmlich zu den nächsten Leitbetroffenen. König und Königin mit Gefolge gehen bis zur Aufbahrungsstätte unmittelbar hinter den Angehörigen des Verstorbenen. Getreu ihrer alten Satzung von 1672 nimmt die Bruderschaft eine Sonderstellung ein. Da heißt es, wann ein Bruder mit zeitlichem Tod abgeht, sollen die Brüder den Leib zur Erde helfen bestatten, vier Brüder den Leichnam tragen und der Bot vor der Bahre die Kerz. Auch beim Einsegnen des Sarges stehen die Junggesellen, deren Totenwache in Hab-Acht-Stellung verharrt, im Mittelpunkt des Geschehens. Herr, gib ihm die ewige Ruhe. Lass ihn ruhen im Frieden. Die beiden Königsadjutanten tragen auf dem Weg zum Friedhof den Bruderschaftskranz. Die Königin übernimmt beim Aufbruch, von ihren Damen begleitet, das Kissen mit dem Königsschild des Verstorbenen. Die Pflicht des Sargtragens gilt heute, da die Ruhestätte der Toten weit außerhalb am Ortsrand liegt, nur noch für das Einheben in den Leichenwagen und für die kurze Wegstrecke von der Friedhofspforte bis ans Grab. Sie obliegt den sechs Offizieren.
Der Leichenzug hat die engen Ortsstraßen passiert, die für den Autoverkehr polizeilich gesperrt werden mussten, und nähert sich jetzt dem Friedhof. Selbst hier am Ortsrand geht es nicht ohne Behinderung. Die Fahnenträger und Offiziere flankieren den Sarg auf dem ganzen Weg. Ihm voraus, unmittelbar hinter dem Geistlichen, schreiten der Bruderbote mit der Kerze, die Königin inmitten ihrer Damen mit dem Ehrenkissen, die Kranzträger, die Brudermeister und schließlich der König. Das Grab wurde am Vortag von dem angestellten Totengräber der Gemeinde ausgehoben. Bei der Ankunft nehmen König und Gefolge rechts am Fußende des Grabes Aufstellung, gegenüber den Angehörigen, die auf der linken Seite stehen. Maria, voll der Gnade, und der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Noch vor wenigen Jahren schossen die Junggesellen beim Hinabsenken des Toten 3 Böllerschüsse ab. Dieser Brauch ist den neuen Lärmvorschriften zum Opfer gefallen. Für alle Lebenden und besonders für denjenigen aus unserer Mitte, der zuerst dem Verstorbenen vor das Angesicht Gottes folgen wird. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Dass du uns alle in deinem Heil. Während der Priester die Gebete spricht und das Grab einsegnet, stehen die Offiziere mit gezogenem Degen an den Seiten der offenen Gruft. Zur himmlischen Heimat erheben wollen. Dass du auch uns einmal in deinen Frieden heimrufen wollen. Staub bist du. Und zum Staube kehrst du zurück. Aber der Herr und Gott wird dich auferwecken am jüngsten Tage. Nach dem Ende des offiziellen kirchlichen Teils bestimmen wieder die Junggesellen den weiteren Ablauf. Sie beten als Erste für die Seelenruhe ihres toten Jubelkönigs. Nachdem der Bruderschaftskranz am Grab niedergelegt ist, erweisen König und Königin den letzten Junggesellengruß. Und dann treten die Offiziere zurück, damit über dem Grab in althergebrachter Weise 3-mal links herum und 3-mal rechts herum die Fahne geschwenkt werden kann. Anschließend erst kommen die anderen Gemeinschaften zu ihrem Recht, denen der Verstorbene angehörte. Die Junggesellen nehmen auch als Erste Abschied vom Grab. Nachdem der König den Angehörigen im Namen der Bruderschaft das Beileid ausgesprochen hat, formieren sie sich für den Heimweg. Einen kurzen Halt gibt es noch an den Pfarrergräbern. Es ist von alters her Regel, dass der Niederdollendorfer Pastor der Junggesellenbruderschaft als Präses vorsteht.
Für den zuletzt verstorbenen Präses wird ein Vater Unser und ein Ave Maria gebetet. Dann erst löscht man die Bruderkerze und marschiert schweigend zurück in den Ort. Bald werden auch hier die Leichenbegängnisse, die mit dem Aufbahren und dem Trauergeleit zwangsläufig den Straßenverkehr stören, nur noch von der Friedhofskapelle ausgehen. Dann wird sich viel von dem Totenbrauch der Niederdollendorfer Junggesellen verlieren. Ein Begräbnis findet bei ihnen seinen Abschluss mit dem Leichentrunk, für den die Angehörigen den Wein geben. Hierzu wird Einkehr in einen Gasthof gehalten. Dort bekommt auch das Schild des zu Grabe getragenen Jubelkönigs wieder seinen Platz an der Königskette. Mit diesem Schild, das seinen Namen und das Jahr seiner Regentschaft verzeichnet, wird sein Andenken bei den Niederdollendorfer Junggesellen weiterleben.